Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Kanal Zum Erfolg, der Weg in die finanzielle Freiheit. Und heute mit dem Thema, was für Möglichkeiten es überhaupt gibt, sich ein passives Nebeneinkommen aufzubauen. Das sind nicht nur einfach nur digitale Infoprodukte zu erstellen und diese über das Internet zu verkaufen, sondern da gibt es noch einiges mehr und darauf gehe ich heute ein. Fangen wir auch gleich an. Das allererste, was man machen kann, ist Fotos, Videos, Grafiken oder auch Musik, also Töne, über das Internet zu verkaufen. Das schreibe ich mal kurz auf hier. So, Fotos, Videos Musik. Das sieht so aus. Ihr, sage ich mal, seid jetzt Fotograf oder ihr könnt super toll Videos schneiden und ihr erstellt einmal so ein Video oder ein Foto, ladet das dann auf den entsprechenden Seiten hoch und bekommt für den Verkauf immer eine Verkaufsprovision von, ich glaube, das sind am Anfang 15% bei Fotos. Und genau, so läuft das da ab. Das geht für verschiedene Bereiche. Also wenn ihr da irgendwie ein Talent für habt, würde ich euch das auf jeden Fall so ein bisschen nebenbei empfehlen. Und das mache ich genauso, nämlich mit Fotos. Also mein Vater fotografiert sehr viel und ich auch ein bisschen. Und wir laden da immer regelmäßig Fotos hoch. Genau. Und was es dazu noch zu sagen gibt, es gibt auch eine App, das ist die Fotolia-App. Damit könnt ihr sogar unterwegs Geld verdienen. Da gibt es sozusagen so ein paar Aufträge, wie ihr gerade oder wenn ihr gerade unterwegs seid in irgendeiner Stadt, wo ihr da gerade ein Foto machen sollt mit dem Handy, könnt das dann dahin schicken und ein bisschen Geld damit verdienen. Möglichkeit Nummer zwei ist, wie viele schon kennen, ein Infoprodukt zu verkaufen. Ja, da gibt es auch wieder verschiedene Formen. Schreibe ich auch wieder kurz auf. Ein Infoprodukt, genau. Da gibt es E-Books, Videokurse, ihr könnt Audioaufnahmen verkaufen, ihr könnt einen Mitgliederbereich erstellen, wo die Leute monatlich eine Mitgliedschaft erstellen. Da gibt es auch sehr, sehr viele Möglichkeiten. Sowas zu machen ist natürlich sehr, sehr lukrativ, weil man fast, also wirklich fast den höchsten Gewinn dabei macht, weil es entstehen halt fast keine Kosten bei der Herstellung so ein Produkts. Also ihr müsst nur Zeit dafür aufwenden, ihr müsst euch viel Wissen aneignen und dann könnt ihr sowas machen. Ihr müsst das Wissen noch nicht mal selber haben. Es reicht aus, wenn ihr zum Beispiel einen Freund habt, der kennt sich super mit Computern, sage ich mal aus, und ihr fragt ihn einfach, ihr übernehmt sozusagen das Video, also ihr filmt ihn, schneidet alles, übernehmt alles und er hat sozusagen das Wissen und könnt ein Team bilden und zusammenarbeiten, um sowas zu erstellen. Nummer drei, ihr könnt Multilevel-Marketing betreiben, auch abgekürzt als MLM. Davon habe ich persönlich noch nicht viel Gutes gehört, also aus persönlichen Kreisen. Es gibt natürlich im Internet immer Leute, die das super teuer anpreisen und sagen, das ist das Beste, was es gibt. Kann ich jetzt persönlich nicht zu viel sagen. Ich kann mal kurz die Funktion erläutern, wie sowas funktioniert. Also es gibt eine Firma, die verkauft Produkte. Und das wird über Mittelmänner vertrieben. Das heißt, ihr geht jetzt, sag ich mal, euch spricht irgendein Mentor an, hat vielleicht auch schon mal jemand, mich hat das zum Beispiel, haben schon ein paar Leute bei mir gemacht, die schreiben dich dann an, ob du nicht interessiert an den Produkten bist. Du musst dann ein bisschen Geld dafür investieren, um dir sozusagen die erste Ladung zu verkaufen. Und das ist dann dein Mentor, der das macht. Der bringt dich da rein und für alles, was du verkaufst, kriegst du eine Verkaufsprovision. Also du verdienst daran Geld natürlich an dem Verkauf der Produkte. Und er, der dich ja geworben hat und dir auch am besten natürlich sein Wissen beigebracht hat, kriegt immer einen Teil ab von allem, was du verkaufst. Und genauso funktioniert das. Und du probierst dir dann über verschiedene Kanäle natürlich diese Sachen zu verkaufen und an den Mann zu bringen und verdienst dadurch Geld, kannst dann Ränge wieder aufsteigen und kannst dann auch Mentoren, also kannst sozusagen der Mentor sein und andere Leute, sage ich mal, deine Freunde mit ins Boot holen. Und dann kannst du dir so ein Team aufbauen, sage ich mal, die unter dir stehen, die du sozusagen fast angestellt hast, also du bist sozusagen der Chef und die verkaufen für dich die Produkte und du erhältst von allen eine kleine Provision und kannst natürlich auch selber verkaufen über deinen Online-Shop, persönlich, privat, irgendwo und so weiter. Ist eigentlich theoretisch ein ganz cooles System, ich habe aber noch, also ich kenne halt wie gesagt keinen Anbieter, der sowas wirklich seriös macht. Und Nummer vier wäre das Affiliate-Marketing. Schreibe ich auch mal wieder kurz auf. Da gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten, wie man sowas macht. Also erstmal ist es, dass ihr ein Produkt werbt, also ihr übernehmt das Marketing sozusagen von dem Produkt und für jeden Verkauf erhaltet ihr eine Provision.
Bei Infoprodukten kann das sehr, sehr hoch sein, fast bis zu 75%. Bei, sage ich mal, Büchern und so weiter, was es auch über Amazon und so weiter gibt, ist es meistens nur 10% oder weniger. Ist eine sehr, sehr schöne Methode eigentlich, weil ihr könnt Geld verdienen dadurch. Das kann man zum Beispiel über einen Blog oder einen YouTube-Kanal machen, also so als Hebel nutzen. Man hat da eine gewisse Reichweite, kann Produkte, die man sehr gut findet, einfach bewerben. Also packt man irgendwo unten den Link als Banner oben rein und verdient halt meistens für den Verkauf nur dann etwas, eine kleine Provision. Man kann da auch Nischenseiten erstellen, sozusagen ihr kauft eine Domain, die irgendwie einen super tollen Namen hat, probiert den sehr hoch zu ranken, packt darauf Inhalt irgendwie und schreibt über die Produkte was, zum Beispiel über Rasenmäher, schreibt da ganz ausführlich Berichte und macht dann halt euren Affiliate-Link dahin mit Bild. Und wenn die Leute darauf klicken und diesen Rasenmäher kaufen sollten, dann bekommt der dann bekommt ihr einen Teil als Verkaufsprovision sozusagen ab. Was ich eben noch vergessen habe zu sagen, dass ich das Thema Blogs und YouTube-Kanäle jetzt nicht mehr als Verdienstquelle hier noch aufschreibe, sondern das sozusagen unter das Thema Affiliate-Marketing gepackt habe. Und eine Sache noch, die es noch zu sagen gibt, ist, dass ihr auch Werbung schalten könnt über Google AdWords. Also ihr könnt auch Produkte bewerben auf eurer Website und da Werbung schalten und halt dadurch etwas generieren, also eure Verkaufsprovision erlangen. Möglichkeit Nummer 5 ist sozusagen, ich nenne es mal einfach Amazon FBA, schreibe auch einfach nur FBA auf. Das ist einfach der Verkauf automatisiert durch Amazon. Das heißt, ihr sucht euch eine Nische raus und guckt bei Amazon nach Produkten, die ihr vielleicht verbessern könnt, wo ihr vielleicht eine bessere Beschreibung, also einen Mehrwert bieten könnt, der noch nicht vorhanden ist. Danach sucht ihr, würdet das Produkt dann in China, sage ich mal zum Beispiel, produzieren lassen, sehr, sehr günstig, ist hierher verschicken, mit einer Nummer versehen und es ans Amazon-Lager schicken. Die übernehmen die ganzen Kosten, also den Versand, sozusagen der Traffic kommt, es geht ja über die Amazon-Seite, da spart ihr euch sozusagen das Marketing und ihr müsst euch dann darum kümmern, dass das Produkt sehr hochwertig ist, eine super Verpackung hat, dass eine super Beschreibung da ist und ihr einfach dem Kunden einen sehr, sehr guten Mehrwert bietet. Ja? Und so könnt ihr sehr automatisiert auch Produkte verkaufen. Ist eine sehr schöne Sache, wo man später raus auch wirklich eine eigene Firma, sage ich mal, kreieren kann. Damit fangen viele Leute an. Wenn das gut läuft, könnt ihr auch euren eigenen Online-Shop hinter dieser Marke dann aufbauen und dort euer passives Einkommen generieren. Dazu gibt es viele gute YouTube-Kanäle auch auf YouTube. Und ja, die könnt ihr euch einfach reinziehen. Das mache ich auch immer, da bilde ich mich gerne weiter und das ist immer eine super Sache. Der nächste Punkt ist Dropshipping. Dropshipping, ein sehr cooler Name. Ich hoffe, das reicht hier aus von diesem Whiteboard. Dropshipping. Eine sehr, sehr interessante Methode. Das heißt, ihr seid eigentlich, ihr erstellt euch einen Online-Shop. Aber die Ware, die ihr dort verkauft, habt ihr gar nicht. Das heißt, ihr erstellt einen Online-Shop, sucht euch Großhändler und wenn eine Bestellung bei euch eingeht, ja, dann wird die von dem Großhändler direkt an den Kunden verschickt. Das heißt, ihr stellt sozusagen nur euren Online-Shop zur Verfügung und ihr habt keine Ware. Das heißt, das ist eigentlich super einfach und super cool. Ihr habt kein Risiko, also ein sehr geringes Risiko. Natürlich gibt es auch einige Nachteile. Ja, ihr müsst einen sehr zuverlässigen Großhändler finden, der das macht. Ihr müsst natürlich eine Nische finden. Ihr könnt jetzt nicht einfach sagen, super coole Idee, ich erstelle jetzt einmal mal eine Website, da verkaufe ich alles und unter irgendeinem Namen und habe meine Großhändler, die das dann liefern. Also da muss auch schon ein bisschen Planung hinterstecken. Aber wenn man das einmal begriffen hat, dann ist das auch eine sehr coole Sache, risikolos sich ein Business aufzubauen mit wenig Anfangskapital, wenig Startkapital und wenig Risiko. Eine weitere Sache wäre die Lizenzierung. Also ihr lizenziert ein Produkt. Ihr holt euch also diese Lizenz. Wenn ihr ein cooles Produkt erfunden habt, zum Beispiel, könnt ihr das an jemanden geben, der das verkaufen möchte, den das interessiert. Aber ihr könnt auch nach Produkten suchen, die ihr super cool findet. Würdet dann einen Vertrag sozusagen mit dem Erfinder und ihr seid sozusagen der Lizenznehmer erstellen. Und der würde dann sozusagen, also der Erfinder würde immer, wenn ihr dieses Produkt irgendwann super erfolgreich wird, immer einen Teil Provision bekommen. Und ihr natürlich auch, weil ihr der Lizenznehmer seid. Ihr habt zum Beispiel dann die einzige Lizenz, dieses Produkt wirklich zu vertreiben. Einige Beispiele dazu, die kennt ihr sicherlich, sind auch Red Bull. Das Produkt kam ursprünglich, glaube ich, aus Japan,
wo der Red Bull-Gründer Dietrich Machitz oder so heißt er, ich kann gerade den Namen nicht aussprechen, ursprünglich zu Besuch war. Dort war irgendwie beruflich unterwegs und hat halt da dieses Produkt sozusagen, also diesen Energy Drink gesehen und fand ihn super interessant und hat ihn dann letztendlich nach Österreich damals geschippt und einen Vertrag erstellt. Genauso Pokémon ist auch ein gutes Beispiel, die kommen auch ursprünglich woanders her und dort gibt es auch eine Lizenz und einen Lizenznehmer. Und natürlich könnt ihr auch einfach ganz normal gründen. Also ich sage jetzt mal, solltet ihr eine Software erfinden, solltet ihr ein cooles Unternehmen haben, ist es natürlich am Anfang kein passives Einkommen und nichts automatisiert, was ja auch überhaupt nicht schlimm ist, denn ihr müsst ja am Anfang Kosten sparen. Deswegen macht ihr viel selber, ihr wollt die Firma groß machen, das ist also ganz normal. Das heißt, da probiert ihr dann natürlich Prozesse zu automatisieren, outzusourcen, um es dann irgendwie später, ja, möglichst wenig noch mit eingebunden zu sein in der operativen Ebene, sondern eher der dann die frischen Ideen reinbringt, was ja auch mir persönlich am meisten Spaß macht. Und das ist natürlich auch noch ein Grund, den liste ich hier jetzt aber nicht mehr auf. Dann gibt es noch zwei Sachen, die sind nicht ganz passiv, sage ich mal. Das eine ist Teezily. Dort könnt ihr T-Shirts also verkaufen sozusagen, ihr erstellt Kampagnen und bewirbt die und kriegt dann für den Verkauf einen sozusagen, ja, einen Gewinn ab. Da ihr natürlich das Logo und die ganze Werbung selber machen müsst und immer wieder meistens dann neu machen müsst, ist es natürlich nicht ganz automatisiert. Wenn ich irgendwas vergessen habe oder irgendwie falsch war, was ich gesagt habe, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir das kurz schreiben könntet, irgendwie unter die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal.